Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte euch mal nach YouTube-Wünschen gefragt, was ich machen kann und viele haben gesagt, die wollen eine Schuhsammlung. Und dachte ich mir so, ja, mache ich das einfach mal, ne? Why not? Aber bevor wir mit dem Video starten, möchte ich mich noch ganz herzlich bei 200.000 Abonnenten bedanken. Leute, es ist so krass. Auf jeden Fall vielen lieben Dank und auch ein ganz großes Dankeschön für 700.000 auf Instagram. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, ich kann nicht wirklich sprechen. Aber ja, auf jeden Fall Dankeschön und ich habe euch ganz lieb und Dankeschön für eure Unterstützung. Ja. Ich würde aber sagen, wir fangen mal an. Dafür müssen wir jetzt runtergehen, denn meine Schuhe sind unten und let's go mit dem Video, ne? So, okay Leute, also ich fange jetzt doch oben an, weil ich habe hier noch ein paar Schuhe. Das sind eigentlich nur meine hohen Schuhe, die ich auf Events oder so anziehe. Also, ja. Fangen wir an mit meinen Lieblingsschuhen, von den hohen Schuhen. Und zwar sind das diese hier. Die sind echt krass hoch. Und es ist schwer, auf ihn zu gehen. Vor allem im dünnen Absatz, aber ich finde die so schön. Also die sind echt, das sind meine Base. Dann haben wir meine Zweitlieblingsschuhe. Die habe ich eigentlich fast immer an, wenn irgendwas ist. Und zwar sind das die hier. Einfach ganz normal hohe, schwarze Schuhe. Dann wir haben diese hohe Schuhe, die ich noch nie anhatte, weil ich die irgendwie doch nicht so schön finde, als ich sie damals fand. Aber ich habe sie einfach und habe sie noch nie getragen. Ja. Dann kommen wir zu den Winterschuhen. Einmal Axe. Die hatte ich diesen Winter echt oft an, wo ich die eigentlich gar nicht so mag, weil ich weiß nicht, das sind so Brocken irgendwie und ich finde die nicht so schön. Aber sie halten warm und das ist die Hauptsache. Dann kommen wir zu meinen Overknees. Das waren meine ersten. Die sehen so aus. Die haben so einen Mini-Absatz. Die sehen nicht schön aus. Ich kann euch mal hier ein Bild einblenden, wie die aussehen an mir. Die sind halt locker und die sind nicht eng. Und ich habe die früher mal getragen. Ich schäme mich dafür. Ich finde die so. Nee. Aber ich habe ja noch andere Overknees. Also die haben halt so eine Spitze. Finde ich schöner als so ein rundes Ding und ja, geil, ne? Ich weiß, ja. Meine zweiten Winterstiefel und zwar sind das Timberlands. Ich habe so große Füße, ne? Die sind fast so groß wie mein Oberkörper. Die sind größer als meine Hand. Alter, was fällt dir denn runter die ganze Zeit? Auf jeden Fall, Timberlands sind einfach Base. Sehen geil aus und passen zu allem. Okay, kommt drauf an, welche Farbe man hat. Ich wollte die eigentlich in Schwarz haben. Aber dann habe ich mir die gekauft und ich möchte nicht zwei Paar davon haben, weil die mir irgendwie zu teuer sind. Ja. Ja. Oh, da oben sind schwarze. Was? So, Leute. Ich hoffe, die Kameraperspektive ist okay und das Licht ist auch okay. Ich kann mal Licht anmachen, aber das bringt, glaube ich, nicht viel. Egal. Bleiben wir einfach so. Hier ist mein zweites Schuhfach. Ich fange einfach mal mit den Schuhen an, die jetzt einfach so lose rumstehen. Ich habe mir einmal Sandalen gekauft, weil ich jetzt in den Sommerferien zweimal in Urlaub fahre und noch in den Ferien davor, ich weiß auch nicht welche es sind, auch nochmal in Urlaub fahre und da wollte ich halt mal Sandalen haben und keine Sneaker. Und ich habe nur so Römer-Sandalen und ich wollte eigentlich normale Sandalen haben, aber irgendwie habe ich mir dann Römer-Sandalen gekauft. Dann haben wir die da, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber ich fand die, also ich wollte generell so welche Schuhe haben. Ich weiß nicht, ich finde die cool. Die sind so lässig einfach. So. Und die sind voll bequem und das ist voll cool. Und die nehme ich immer für den Garten oder wenn ich irgendwo hingehe, wo ich jetzt keinen Bock habe. Ich finde die halt voll süß, weil die haben so Schleifen drauf und ich fand das voll cool. Als irgendwelche Adidas-Schlappen. Deswegen habe ich die genommen und die sind cool. Dann haben wir diese Schuhe. Die sehen aus wie Cowboy-Stiefel. Ich hatte die zwei, dreimal an. Und dann gar nicht mehr, weil ich die doch nicht so cool finde, wie ich die fand. Also ich finde das hier schon cool, aber die sehen aus wie Cowboystiefel. Dann machen wir weiter mit den Schuhen. Schlicht. Oh Gott. Schlicht, einfach weiße Sneaker. Fand ich besser jetzt als Adidas Superstars. Die habe ich auch, aber ich ziehe die nicht mehr an. Ich ziehe jetzt halt nur noch diese weißen an. Weiter geht's. NMDs. Mega unnormal krass bequem. Also sind echt die bequemsten Schuhe, die ich habe. Normale schwarze MDs mit weißer Sohle. Kann man nicht viel zu sagen, oder?
Ja. Die habe ich dann auch nochmal, nicht die gleichen, aber es sind, ich weiß nicht, was für Schuhe das sind. Ich dachte, das wären auch NMDs wegen dem Ding hier, aber ich kann nicht sagen, was für Schuhe das sind. Keine Ahnung, XU3 steht da drauf. Was auch immer das ist, auf jeden Fall die da. Da steht irgendwas Chinesisches, Japanisches, keine Ahnung was drauf. Sind auch mega bequem, aber die sind mir leider ein bisschen zu klein. Ich habe die von Adidas geschenkt bekommen. Aber ich trage sie leider nicht. Dann weiter. Nochmal Adidas. Meine Yeezys, die etwas schmutzig sind und etwas gelb sind, aber gibt ja niemanden, ne? Ja. Yeezys. Was soll ich dazu sagen? Meine Schuhe halt, ne? Also ich weiß nicht, was ich dazu erzählen soll. Kann man nichts erzählen, ne? Vans, die habe ich damals von einem Freund geschenkt bekommen. Danke nochmal an dich. Ja. Auch Lieblingsschuhe von mir. Ich wollte mir sogar jetzt nochmal welche kaufen, weil meine Schuhe sind ein bisschen kaputt. Ich hatte keine Lust, die Schmiersenkel aufzumachen und dachte mir, ja, schlüpfst einfach mal rein, ne? Und es ist aufgerissen. Geil! Ja. Sind aber auf jeden Fall mega schön. Kann man zu allem anziehen, sogar zu Kleidern. Man kann die zu allem anziehen. Und ja. Delicious. Kommen wir hier zu meinen Schuhen. Die sehen so aus. Ich weiß nicht, wie die heißen. Sehr schön auf jeden Fall. Schlicht und ja. Dann haben wir diese Schuhe. Die habe ich sehr oft getragen im Winter. Weil die relativ warm halten. Also es geht voll. Die sind für On-Y-Go. Und die haben so einen kleinen Absatz. Schnallen mit, nicht Nieten, aber mit so Punkten drauf. Und ja, sehen auch sehr schön aus. Dann habe ich Puma-Schuhe, die ich noch nie getragen habe. Sie waren an der Sohle. Ich hatte die im Gym an. Einmal oder zweimal. Aber irgendwie mag ich die nicht wirklich. Die sind mir zu... Ich weiß nicht, die sind so, keine Ahnung, die sind irgendwie, ich finde die nicht so bequem. Ja, schade. Aber ich ziehe die zum Schulsport an oder sowas. Sind hier meine letzten Schuhe und zwar sind das Adidas Superstars in Weiß. Haben auch schon einiges hinter sich, also ich habe die echt lange. Aber ich trage sie eigentlich nicht mehr. Ja, gut. So Leute, das war's in meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Und ihr könnt mir gerne auf Instagram, Snapchat und Musical.ly folgen. Ich bin ja nicht mehr so aktiv auf Musical.ly, aber im Moment poste ich eigentlich schon viel. Also es ist ganz okay. Ja. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, habe ich eben schon gesagt. Egal. ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!